Und damit herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Die letzte Folge war ein bisschen chaotisch, es ging ein bisschen drunter und drüber. Es kamen schon ziemlich viele Zombies. Ja, die haben sich jetzt auch hier unten eingenistet in unser Nachbargebäude, das ist gar nicht gut. Ich habe da im Moment aber auch nicht unbedingt Bock reinzugehen, weil, ja, wir haben halt auch nicht wirklich viele Kämpfer. Zusätzlich ist jetzt Winter, das heißt, wir müssen extrem viel Nahrung in Gebäuden suchen gehen. Das ist auch somit das Wichtigste. Und da würde ich sagen, bieten sich die beiden hier oben sehr gut an. Die beiden hier, bisschen Sprit vielleicht hier auch noch gleich mitnehmen und hier vielleicht auch nochmal Nahrungsmittel. Das müssen wir unbedingt jetzt angehen, bevor die uns verhungern. Ja, das könnte schon jetzt eine Folge sein, wo es vielleicht komplett bergab geht oder wir retten es vielleicht nochmal. Mit den Türmen habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Das heißt, du musst wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, wenn wir hier auf Türme gehen. Nee, du hast hier nicht die Auswahl. Also baust du erst einen Standardturm mit, also für den du zwei Pistolen brauchst und dann kannst du den nochmal umbauen zu einem Turm. Ja, die machen das wahrscheinlich automatisch, aber eigentlich sind da zwei Leute drin oder ist das jetzt nur für die Umbauphase? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, eins am anderen. Wir haben erstmal pausiert, das ist wichtig. So, die sind fast tot, das ist gar nicht gut. Also zwei davon sind extrem verletzt. Hier sieht das Ganze noch ganz gut aus. Lass die mal wenigstens schon mal einsteigen. Ich werde jetzt auch so viel wie möglich trotzdem pausieren, weil ich glaube, hier kommt es echt so krass auf jede Sekunde an. So, nochmal gucken. Wir haben 15 verfügbare Arbeiter noch. Wir brauchen diese Werkzeuge. Aber die kriegen wir, wenn wir Gebäude zerlegen, definitiv nicht. Da bekommen wir diese Ressourcen, das ist gut. Da gab es auch ziemlich viel. Wir haben ja hier das hier abgebaut. Das, was hier da direkt neben dem Hauptquartier stand. So, wiederum das soll ja auch noch weg, weil wir ziehen ja jetzt hier um in dieses Gebäude. So. Wir haben jetzt noch 48 Holz. Sind die hier nicht zugange? Wieso wird das... Ja, ist das jetzt schon unser Lager? Oder, warte mal, warte mal. Das ist doch schon unser Lager, oder nicht? Oder was ist hier los? Bin ich jetzt... Was? Hatte ich das... Ich hatte das doch... Hä? Raff ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen überfordert. Ich weiß es nicht. Okay. Nochmal ein bisschen die Ressourcen. Ah, oder weil die da das angegriffen hatten? Ja, ich würde jetzt... keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Hier noch ein Turm hin... Was ist jetzt? Wieso ruckelt's? Hier noch einen Turm hinsetzen. Der bleibt nicht da, aber ich habe irgendwie, ja, die Hoffnung, dass der das Problem hier vielleicht regelt. Und es schadet ja auch nicht, noch einen Turm hier zu haben. So. Pause. So. Mal gucken. Kein Schaden. Das... Wie kriege ich die jetzt dazu, dass sie die Ressourcen dann hier reinlegen? Müssen wir dann auch mal gucken. So, die hier oben waren, glaube ich, fertig, ja? Was haben sie gefunden? Schon mal drei. Direkt hier rein. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch so rauskommt. Und dann hat man gesagt, das hier und das noch. Genau. Ja, mal schauen, ob wir hier so ein bisschen Ruhe reinkriegen, ein bisschen bessere Verteidigung aufbauen, aber wir brauchen dazu halt auch Waffen. Es ist herausfordernd auf normal. Ich habe aber auch gelesen, dass vom
Von der Balance ist das wohl noch nicht ganz so gut. Ich weiß es nicht. Ich mag es ja schon auch ein bisschen schwerer, aber gerade wenn man gar nicht vorher sich damit befasst hat mit dem Spiel. Also ich habe ja keine Ahnung gehabt, bevor ich jetzt hier angefangen habe. Das wäre zum Beispiel in Zukunft eine Frage, aber ich glaube, dafür ist es echt noch ein bisschen früh bei den paar Leuten, die vielleicht auch mal regelmäßig reinschauen. Ob man da in Zukunft vielleicht eine halbe Stunde, Stunde... Ist das Auto schon voll? Ist das Auto schon voll? Ne. Ob man da eben vielleicht doch schon vorher reinschaut, dass man schon ein bisschen weiß, wie es geht. Ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, ob derjenige, der sich das Video anguckt, ob der schon mehr Ahnung hat. Weil da kommen dann ja oft so ein paar Klugscheißer um die Ecke, ne? Das ist ja leider so. Also ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn man selber schon weiß, dass man dann ein bisschen ungeduldig ist und sagt, ah und so. Aber wenn man fair ist und sagt, ja okay, als ich das erste Mal das gespielt oder zugesehen habe, ja, ich wusste ja auch nicht, wie es geht, ne? Das ist halt ganz normal. So. Ja, muss man mal schauen. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt auch noch mit, weil es ging jetzt ziemlich schnell. Oder ist... Ich konnte das jetzt gar nicht erkennen. Ist das Auto schon voll? Pause. Pause. Ja, aber ich habe doch angeblich noch... Ach, das sind ja wieder die. Ja, aber wo sind... Ja, wir hatten doch aber vorhin einen Turm mit zwei Pistolen. Oder sind die dann verschwunden, weil wir den Turm verloren haben? Nö. Nee, warte, warte, warte. Ganz ruhig. Das hier. What? Hatte ich das nicht eigentlich bei dem gemacht? Was passiert jetzt? Aha. Jetzt müssten gleich die Waffen auch noch kommen. Sehe ich die hier auch? Ja. Aber... Irgendwie funktioniert es nicht. Was macht er denn jetzt da? Scheiße. Ich wollte den als Schutz haben, wenn die jetzt gleich rauskommen. Verdammt. Ihr kommt jetzt erstmal zurück. Also irgendwie das mit den Türmen ergibt sich mir leider nicht. Keine Ahnung. Schade. Er macht nichts. Guck mal, die machen den jetzt wieder kaputt. Hä? Das ist kacke. Dann können wir die nur hier reinschicken und die auch und hoffen, dass sie die abwehren können. Ey, was anderes fällt mir jetzt... Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ach du Scheiße, jetzt sterben die Ersten. Ich glaube, es geht noch gerade so gut. Alter Schwede. Die leben noch? Die auch. Boah, alter Schwede. Ja, wir müssen nochmal Pause machen. Was hat's mit dem Turm hier auf sich? Ich raff es nicht. Oder weil es abends wurde, die haben die nicht mehr reingebracht. Aber wieso steht denn dann... Hier stehen zwei Wachen, aber... What? Und hier haben die ordentlich drauf gedroschen. Ach du Scheiße. Die zerstören ja unsere Gebäude, das geht doch nicht. Das ist ja auch schon ganz schön demoliert. Aber das brauchen wir nicht mehr lange. So, lass uns das mal jetzt schlau anstellen. Vor allem hier wird aber nur noch ein Gewehr angezeigt. Wo ist denn das eine abgeblieben? Ja, ich weiß es nicht. Okay, wir lassen mal laufen. Nee.
Ich überlege, der Turm, der macht ja wenigstens noch ein bisschen was. Könnte ich hier reingehen? Wie weit kann der Turm? Kann ich das sehen? Nee. Die müssen auf jeden Fall da rein. Passen die beide hier rein? Ja. Ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, die Nacht hier irgendwie rumzukriegen. Oh, Junge, das Spiel. Ja, ich weiß doch, dass wir kein Werkzeug haben. Steht immer wieder hier unten. Jetzt ist es weg. Außerhalb, also die, das soll heißen, immer bedeuten. Nicht ausreichendes Werkzeug quasi, aber ja. Ist halt so. So, die Nacht ist gleich geschafft. Oh, wir haben es überlebt. Langsam, langsam. Was passiert jetzt mit dem Turm? Und wieso... Ich verstehe das mit der Wache hier nicht. Hier stehen doch auch... Ja, die bewegen sich auch nicht. Sir, die Leute haben berichtet, dass sie Geräusche aus dem Untergrund hören. Sie befürchten, dass das Infizierte sind, die sich durch die Abwasserkanäle und Tunnel bewegen. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken und auf einen Angriff von innen vorbereitet sein. Alter Schwede, ich sag's ja, das Spiel, das stresst einen ungemein. Also, im Nachgang wäre es echt schlauer gewesen, das erstmal auf leicht zu spielen. So, Essen sieht noch einigermaßen okay aus. Wir müssen Neues holen, logischerweise. Aber was das hier mit dem Turm ist? Es passiert ja gar nichts mehr. Was ist denn? Was? Ich weiß es halt nicht. Jetzt machen die wieder was. Bauen die jetzt den Turm fertig oder was? Ich verstehe es halt nicht. Ich hoffe. Und zumindest ein Gewehr muss ja da sein. Wir hatten aber zwei. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Auch nicht mehr viel. Wir müssen wieder Holz füllen. Oh je, das Spiel, das stresst einen ja übel. Das macht mich ja komplett fertig. ja, weiß ich nicht. Hier einfach mal den Bereich. So. Dann Wracks für Metall. Wir haben ja jetzt den ganzen Tag Zeit. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Hier sind doch schon mal noch drei Wracks. Und jetzt noch ein bisschen. Ja, wir haben nicht genug Arbeiter, aber die Häuser und so sind ja auch mal fertig. Jetzt müssen wir ziehen. Nee, ich glaube, wir reißen hier noch ein Haus ab. Und zwar... Oder ist hier? Ist das hier ein Häufchen? Nee. Aber wir können doch zumindest das hier abreißen. Nein, so... Ich glaube nicht, dass wir die gebrauchen können. Oder was ist denn hiermit? Kann man das auch abreißen? Ja. Wir reißen das jetzt hier ab. Genau. So, wir müssen wieder... Was steht da jetzt überhaupt? Ein Gebäude in einen Forschungs... Ja, das wollte ich ja umbauen. Aber das Spiel lässt mir halt wirklich nicht mal irgendwie Luft zum Atmen. Ich möchte doch einfach auch mal das machen, was ich machen möchte. Ja, die sind alle angeschlagen, aber hier ist es nicht ganz so schlimm. Geht erstmal da los. Wenn das hier zum Scheitern verurteilt ist, müssen wir halt leider nochmal von vorne anfangen. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, los. Wir müssen Essen besorgen. Wohin willst du schon wieder? Ich hab dir doch... Ich raff's nicht. Waren hier Zombies drinne? War das das Gebäude? Ich weiß es gerade nicht. Wir nehmen mal sicherheitshalber lieber die hier. So, wir machen aber mal ein bisschen schneller. So. Ja, ich weiß es doch. Dass wir kein Werkzeug haben. Ich weiß es doch. So, was finden sie denn? Bis jetzt gar nichts. Ja, immerhin eine Dose. Oder eine Kiste. Wobei ich mich dann frage, wie viel die alle fressen. Ja. Na gut.
2. Nummer 3. Okay, okay, das will ich mir jetzt angucken. Was habt ihr abgeschlossen? Das Lager. Geil. Das heißt, wir schicken die jetzt mal kurz hier rüber. Ich möchte, die heilen sich mit der Zeit. Ich muss die einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Oder soll ich die nochmal eben, wir haben es jetzt 12. Es ist noch Zeit. Geht mal das hier noch auskundschaften. Genau. Wir reißen das jetzt ab hier. Das stört da. Weg damit. So, sind auch bis auf einen alle beschäftigt. So, hier. Nicht vergessen. Weitermachen. So, die haben sich auch ein bisschen erholt. Sehr gut. Aber dass ich denen keine anderen Waffen geben kann, oder zumindest habe ich nicht rausgefunden, wenn es geht, wie es geht. Da wäre ich auch echt mal über einen Kommentar dankbar, dass einer vielleicht schreibt, wie das geht, wenn das geht. Und wo jetzt das zweite Gewehr... Jetzt habe ich wieder angeblich zwei Gewehre. Ich raff's nicht. Jetzt habe ich so viel, dass sie hier gar nicht arbeiten. Kann ich auch wieder was wegnehmen hier? Geht das nicht? Kann ich... Kann ich das... abbrechen quasi? Ich wüsste nicht wie. Ja, ist egal. Komm, da müssen sie jetzt durch. Das wird ja nicht mehr so lange dauern, bis mal irgendwo ein Teil fertig abgebaut wurde. Ey, was macht ihr denn schon wieder? Ihr sollt doch auf mal... Naja, dann bring das halt weg. Was habt ihr? Gar nichts gefunden. Hier. Ihr müsst unbedingt hier rein, das sehe ich gerade. Hier ist Heilung ein bisschen drin. Erste Hilfe. Mal gucken, ob die sich jetzt dann... Oh, das Gebäude ist zu groß. Das Gebäude ist zu groß. Das ist viel zu groß. Das hier schaffen sie vielleicht, aber das dauert bestimmt nochmal doppelt so lange. Oh ne, auch das schaffen die nicht. Ich muss die da rausholen. So, ich pack die jetzt hier rein. Vor allem das Ausbauen dauert ja auch übel lange, ne? Guck mal hier, wie lange das dauert. Wie, die hören jetzt schon auf? Um 16:30 oder was? So, die lassen wir bis 17:30 und dann holen wir sie dort raus. Dann gehen wir morgen in das Gebäude daneben an. Ich wollte jetzt da nicht unnötiges Risiko eingehen und die schicken wir dann auch hier ins Lager. Ja, los, kommen wir uns jetzt schon. Der Turm ist halt nicht fertig geworden, ne? Ja, ich weiß, dass ihr kein Getreide habt. Ich kann nichts für die Jahreszeit. Hallo? Also wirklich. Ja, mal. Oh, da, oh, Gott sei Dank habe ich sie rausgeholt. Ich habe das Gefühl, dass die etwas schneller sind. Oh, oh. Und wieso zeigt es sich eigentlich... Das sieht immer aus, als wären das nur drei Leute. Das sind doch vier. Hostiles inbound. Ja, wie auch immer. Was macht eigentlich das Hauptgebäude? Da kann ich neue Squads erstellen. Ach du Scheiße, da kommen sie. Jungs, beeilt euch! Oh Gott. Ah! Ja! Ja! Mach die weg! Oh, das war arschknapp. Komm, die schafft ihr, die schafft ihr. Wir müssen auch Munition auf Vorrat sammeln. Junge, 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 Junge. Das Spiel ist ja echt.
heftig. So, wir stellen ein bisschen hoch, würde ich sagen. Und sobald was passiert, gehen wir wieder auf normale Geschwindigkeit runter. Weil ansonsten passiert ja in der Nacht nichts, ne? Also, wir können ja nichts machen. Oh oh. Ja, aber wo? Oh, lass uns nochmal schneller laufen. We need more resources. Außerhalb Getreidesack steht jetzt da unten. Ich hab doch das schon längst kapiert, dass das so ist. Nerv mich nicht. So, die Nacht haben wir auch geschafft. Keine Ahnung, was er da eben meinte mit einem Schwarm. Sie waren anscheinend weit genug weg, dass sie für uns keine Bedrohung waren. So, habt ihr euch geheilt? Gebt ein ins Auto. Und ihr... Jetzt haben wir genug Zeit. Ihr geht jetzt das Gebäude rein. Oder nein, wir machen es andersrum. Wir machen es andersrum, weil da ist bestimmt viel drin. Und das können die dann gar nicht alles schleppen. Geht mal dahin. So. Operator, siehst du diese Wolken? Ich habe noch nie einen so großen Sturm gesehen. Der Himmel ist so dunkel, dass die Infizierten tagsüber im Schatten der Wolken laufen könnten. Wir müssen wachsam sein. Oh Mann. Hier bleibt dir auch nichts erspart. Ja, ja. Ich muss trotzdem los. Es ist... Hallo? Was ist denn jetzt? Hallo? Los! Und wo? Wo, Horde? Ja, wenn die jetzt auf einmal von hier kommen, haben wir ein Problem. Da sind die. Jetzt fahr nicht dahin. Geh in das Gebäude. Ich verstehe nicht, wieso die jetzt das Zeug nicht ins Auto bringen. Rein da. Die werdet ihr wohl abwehren. Na los. Junge, Junge, da kommst du auch kaum hinterher. Sammelt ihr jetzt noch? Das war alles, okay. Dann hier rein. Eine Pistole, Gott sei Dank, bisschen Munition. Gut. Oh Gott, Alter, spannend ist das ja echt. So, welches Gebäude nehmen wir jetzt noch? Direkt das hier, oder? Nee, ihr seid ja voll. Ihr müsst ja erstmal. Geht ihr jetzt automatisch zurück? Nee, jetzt mal. Manchmal machen die das, manchmal nicht. Ich raff's halt nicht. Und ihr? Seid noch nicht fertig. Scheiße, wo denn? Bringen die es jetzt automatisch zum Auto oder nicht? Wie voll ist denn das Auto? Ja, das reicht erstmal. Ab. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Jetzt kommt sie. Von wo seid ihr gekommen? Scheiße. Okay, die sind ja zum Glück wieder da. Dann geht ihr jetzt hier rein. Und ihr müsst auch unbedingt da rein. Geht rein, geht rein. Ja, das war's. Ganz ehrlich, das war's. Das schaffen die niemals. Turm ist jetzt auch gleich kaputt. Der hat nicht funktioniert, warum auch immer.
Machen sie mein Lager noch kaputt. Junge, das ist heftig. Noch leben die alle. Junge, das ist schon hart, ne, was hier abgeht. Es ist schon hart. Kann ich die Priorität nicht hochsetzen oder so? Wir haben doch eine. Ja, aber ich will doch hier... Also irgendwie macht das Spiel mich wahnsinnig. Ich möchte doch das. Warum macht es das die ganze Zeit nicht? Macht es das jetzt mal endlich, weil das wäre so hilfreich. Nö, macht's nicht. Ne, wieder zurück. Ihr lauft außen rum, ihr Dummköpfe. Scheiße. Ich möchte den Turm nicht verlieren. Die Arbeiter werden in Ruhe gelassen, oder wie ist das? Scheiße, ey. Oh, die Wettergeräusche, Effekte hören sich aber ziemlich cool an. Geht mal da rein. Ich kann hier gar nicht weg, weil die ständig angreifen. Oh, wenn ich wüsste, wie ich irgendetwas abbrechen kann. Kann ich das so ab... Ah, so, okay. Dann brechen wir das jetzt alles mal kurz ab hier. So. Jetzt? Oh, Gott sei Dank. Jetzt müssten die Gewehre ja auch weg sein. Ah, passt doch. Oh, endlich ein bisschen mehr Schutz. Jetzt könnten wir es ja zumindest... Boah, die sind alle so angeschlagen. Bei denen hält es sich immer noch in Grenzen, aber... Wo ist das Auto auch da? Wir müssen los, wir müssen los. Guck mal, die Munition geht langsam zur Neige. Aber es ist halt jetzt auch wieder Nacht, ne? Aber es macht ja jetzt gerade keinen Unterschied, weil... aber muss ich dagegen auch was tun irgendwie? Dass die geschützt sind oder so? Ey, keine Ahnung. Wo könnte Munition sein? Hier. Roger. Im Auto sind die ja erstmal ein bisschen geschützt zumindest. Und hier waren, glaube ich, welche drin, ne? Sollen wir nochmal schauen? Ja. Die sind, glaube ich, nicht mehr da drin. Die sind da bestimmt wieder raus. Wo laufen die immer lang? Raff ich nicht. Geht doch einfach vorne rein. Und hier war irgendwo... Also hier liefen so ein paar neutrale Leute rum. Die sind mittlerweile auch weg. Was? Ihr habt gar nichts gefunden? Da stand doch Dosen. Heftig. Ja, mehr als suchen kann ich auch nicht. Eine Dose. Jetzt kannst du das ja auch noch machen. Junge, wie lange soll denn dieser Wolkenkratzer dauern? 2 Wochen oder was? Search done. Nee, die finden aber auch nichts. Ja, ich hätte die erst ins Auto setzen lassen sollen, oder? Viel finden sie ja gerade nicht, ne? Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Munition noch holen. Komm. Wir haben nicht mehr viel Munition. Jetzt fährt er wieder 5-mal im Kreis. Junge, fahr doch! Oh, da müssen sie schon noch ein bisschen Verbesserungen tätigen.
So, machen wir kurz Pause. Gibt es hier in der Nähe noch etwas, was anders markiert ist? Ich glaube, Essen wäre jetzt nicht so super wichtig. Aber ihr könnt das ja noch austesten. Schadet ja nicht. Es ist ja Winter, wir müssen ja so oder so holen. Und da ist ja noch ein Fragezeichen daneben. Vielleicht gibt es ja hier eine schöne Überraschung. Da waren wir ja auch schon mal drin, sehe ich gerade. Ja, ich weiß es doch. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier noch rein. Was ist denn komplett... Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Ja, von allem eigentlich etwas, aber auch vor allem Holz. Weil das ist ja so ein bisschen der Grundstoff. Den brauchen wir ja auch, um Essen wieder zu kochen dann im Frühjahr. Was haben wir im Auto bis jetzt? 4-mal Nahrung. Jetzt haben wir 5-mal. Okay. Hat halt so diesen... Ah, weiß ich nicht. So ein Wuselfaktor und auch so ein... Ah, hier meine Basis verteidigen, so. Mag ich schon. Ist aber schon ziemlich hart, muss ich sagen. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein paar Stunden gespielt hat und fängt dann nochmal von vorne an, dann ist das natürlich was anderes. Aber so für den Start, ah, fand ich schon knackig jetzt, muss ich sagen. So, findet ihr noch was? Jo, Munition. Gut, gut, gut. So. Sind die Wolken jetzt weg? Ich hoffe mal. Jetzt können wir ja nochmal... die sind voll. Erstmal nach Hause. So, könnt ihr jetzt mal euch um das Holz kümmern? Oh, ist der Winter schon jetzt vorbei? Februar zählt schon nicht mehr. Weil es sieht aus, als würden sie wieder was anbauen. Ja, umso besser. Dann können wir jetzt mit der Nahrung das ein bisschen vernachlässigen und uns darauf konzentrieren. Hier, da sind sie wieder, glaube ich. Warte mal. Konzentrieren wollte ich sagen auf Munition und Waffen auch, weil die brauchen wir ja. So, jetzt warte mal. Ich wollte das eigentlich abreißen. Muss ich das erst dafür zurücksetzen? Ja, dann mach das. Ich habe ja jetzt das Lager. So, sollen wir mal schauen. Was sind da wirklich... Kommt mal her. Kann ich die jetzt anklicken oder nicht? Ach. Sind die gut oder böse? Wir können jeden gebrauchen. Chef, wenn wir einige Gebäude abreißen könnten, bekämen wir etwas Holz, Metall und Ziegelsteine für andere Bauvorhaben. Wir hätten auch etwas mehr Platz für andere Gebäude oder einfach nur ein freies Schussfeld. Ja, aber ich kann doch keine eigenen Gebäude komplett errichten. Okay, ich kann mit denen nicht interagieren. Doch. Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Ja, akzeptieren. Send them in. Wir brauchen Leute. Und wenn es Arschlöcher sind, dann haben wir halt Pech gehabt. So, Pause. Wir müssen erstmal auch das alles reparieren. Ganz vergessen. So. Und wo sind jetzt eigentlich die ganzen Leute beschäftigt? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Hier wahrscheinlich. Ja, 16. Aber die Ressourcen sind alle schon da. Das heißt, das wird wahrscheinlich heute fertig. Das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir mit euch. Hatte ich nicht ein Gebäude, wo ich gerne hin wollte? Ich weiß es nicht. Was ist das? Expeditionskachel, was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht.
Hä? Verstehe ich nicht. Hier ist doch gar nichts. Muss ich da tauchen? Ist es das? Hm. Oder sollen wir ich... Ja, weil die müssen sich ja heilen, ne? Oh, schwierig. Ja, dann kommt. Fahren wir einmal dahin. Let's do it. Mit denen mache ich es nicht. Die müssen erstmal wieder klarkommen. Sollen wir ein bisschen das beschleunigen? So, mal gucken, was sie hier rausholen. Ist ein Krankenhaus, da müssen doch ordentlich Verbände drin sein und sowas. Adaptation done. Ja, ich weiß, dass wir kein Standardwerkzeug haben. Ich weiß nur bis heute nicht. Warte, wird in der Landwirtschaft und einfachen Produktionsanlagen. Also warte mal, das heißt... Ja, woher soll ich das denn von außen erkennen? Hier waren ja so Zeichen drüber, dass es Landwirtschaft ist. Aber... Produktion... Ja, weiß ich nicht. Also wir sind ja dann eigentlich auch ziemlich nah an der Großstadt dran. Finde ich wiederum auch ganz geil. Nur selber sind wir halt nicht drin. Das finde ich halt gut, dass wir so ein bisschen Platz haben. Aber egal. Aber ich glaube, dadurch ist es sogar schwerer, weil man weniger Gebäude hat, die man abreißen und auch benutzen kann, ne? Weiß ich nicht. Ja, was sieht denn aus wie eine Produktionsstätte? Kraftstoff? Ja, ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja. Wir machen jetzt das Gebäude hier. Und dann das. Ein einziges bis jetzt. Einmal Medikamente gefunden. Zweimal. Na, wenigstens das. Gehen die diesmal wieder automatisch erst zum Auto? Ich hoffe. Drei? Gut. So, jetzt haben wir 11 freie Mitarbeiter. Das ist nämlich fertig. Da können wir das hier zurücksetzen. Nein. Warte. Ja, aber ich brauche ja nicht zwei davon. Hm. Nee, ich will das nicht reparieren, ich will das weghaben. Das ist deine Einsatzzentrale. Von hier aus befehligt der Einsatzleiter die Einheiten. Dies ist deine letzte Verteidigungslinie. Sie verfügt über ein Lager mit geringer Kapazität, ermöglicht die Bildung von Gruppen und bietet einen Schutzraum von fragwürdigem Komfort für alle Einwohner. Ja, ist ja schön und gut, ist ja hier dasselbe. Muss ich das erst nochmal irgendwie jetzt zuweisen? Nein. Oh, das ärgert mich jetzt aber auch schon wieder, muss ich sagen. Ich will das jetzt weghaben. Das irritiert doch auch. Muss ich es erst einmal reparieren? Ich weiß nicht. Wir machen es einfach mal. Es ist gerade ein bisschen nervig, weil... Das will ich ja nicht. So, wir brauchen... Holz wird gehackt. Vor allen Dingen brauchen... Ja, wir brauchen noch mehr Holz, aber...
Metall ist fast noch wichtiger vielleicht. Wie spät haben wir es? Ja, heute wird das eh nichts mehr. Aber wir können es ja trotzdem schon mal in Auftrag geben. Dann machen wir aber erstmal bloß ein Auto. Ich glaube, wie viel gehen denn da jetzt immer hin eigentlich? Drei. Dann haben wir noch drei. Ach so, nee, ich wollte ja dieses Gebäude hier abreißen. Auch drei. So müsste das doch eigentlich passen. Nein. Haben sie es geschafft? Ne, warte mal. Ja, Sprit, weiß ich nicht. Essen geht eigentlich. Wir müssen echt schauen, dass wir gucken, dass wir jetzt viele Fragezeichen abfahren, weil da ist ja dann die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass wir vielleicht auch mal Waffen, Werkzeuge oder sowas finden, ne? Was kann ich denn hier eigentlich machen? Ich kann das Auto reparieren. Ich lasse die jetzt. Wir müssen weitermachen. Und sobald die kommen, hauen wir ab mit dem Auto. Die finden aber auch so verdammt wenig in den Gebäuden teilweise. Ein bisschen Munition, ja, wenigstens das. Können wir ja auch noch selber herstellen später, aber wir können ja im Moment können wir fast nichts. Okay, dann jetzt. Wie voll ist das Auto? Das ist ziemlich voll, komm. Soll erstmal reichen. So. Alle, ihr geht. Nein. Ihr geht bitte hier mit rein. Und das Auto würde ich gerne komplett reparieren. So, der müsste ja jetzt funktionieren. Hat aber auch nicht volle Munition. Warum, weiß ich nicht. Jetzt kommen sie. Oder? Oder kommen die wieder von hier unten? Nö. Boah, erschreck mich doch nicht immer so. Guck mal, jetzt die Nacht rum. Da war es ja jetzt sogar mal relativ ruhig, ne? Ja, jetzt vorbei. Jetzt müsste... Tschüssi. Ciao, ciao. Arschgesichter. So, das Auto wird repariert. Unsere Zentrale ist fertig. Das Lager ist fertig und alles ist erstmal repariert. Richtig? Oh Gott, der Turm ist aber komplett im Arsch. Den würde ich dann irgendwann auch gerne ausbauen, aber wir haben im Moment dazu gar keine Möglichkeiten. Sollten wir die erstmal alle reparieren, die Gebäude, die wir besitzen. Ressourcen weiter sammeln, rumfahren. Und... ja, Sachen ranholen. So ist das jetzt. Aber einmal nochmal kurz Pause. Wie kann ich... das Gebäude abreißen. Ist es nicht möglich, oder was? Ich konnte doch... guck mal, hier kann ich doch auch... da. Gebäude zurücksetzen. Und ich habe ja ein anderes dafür. Warum kann ich das nicht? Das nervt mich jetzt ganz schön, muss ich sagen. Dass ich will das weghaben. Aber das Lager, ist das schon voll? Nee. Was machen wir denn jetzt hiermit? Was Fakt ist, das hier reißen wir auch noch ab.
Was ist denn eigentlich anpassen? Dann kommt das hier wieder, ne? Ja, nee. Nee, das steht hier im Weg, das soll ja auch weg. Gute Ressourcen, die direkt bei uns in der Nähe sind, die sollten wir auch nutzen. Deswegen will ich ja das hier auch weg haben. Ich werde mal gucken, ob ich dazu was finde, aber ich glaube, dass das einfach noch nicht geht. Schade. Dann müssen wir damit leben, mit dem Schandfleck da. Ja, es ist jetzt früher Morgen. Oh, hier sind wieder... Hier sind wieder Hunde. Alle sind noch gut beschäftigt. Wir können... Ja, das meine ich. Was soll denn das? Wieso macht er jetzt wieder einen Pistolenturm daraus? Ich habe doch gesagt, du sollst das haben. Warum wechselt er das einfach? Oh je, da müssen sie aber dann doch einige Patches noch rausbringen, die nächsten Tage am besten schon. Weil das kann ja nicht sein, dass man da ständig aufpassen muss. Weil, siehst du das einmal nicht? Die greifen gerade an, es ist Nacht. Dann geht gar nichts. Und dann war es das. Aber so an sich hat das super viel Potenzial, das Spiel. Und wenn du da einmal irgendwann im Flow richtig drin bist, macht das mit Sicherheit richtig Laune. Irgendwie wird das Auto auch nicht repariert. Doch, ist die Tankanzeige. Okay. Haben die sich geheilt? Nö. Ich würde sagen, die setzen wir schon mal ins Auto. So, hier soll ja diese Forschungsstation. Die können wir aber, glaube ich, noch gar nicht, weil uns dazu... Nö. Wir müssen dazu Pläne finden. Da steht ja auch ein Gebäude in ein Forschungszentrum umbauen. Grundlegende Antennentechnologie erforschen. Ja, aber wie denn? Vielleicht, was ist das hier eigentlich? So, da zeigt sie nochmal alles, ja, was besprochen wurde. Aber wo kann ich denn hier forschen? Also, hier. Führt Forschung durch. Ach komm, echt jetzt? Ja, und was jetzt? Was? Ich hab's nicht gesehen. Das hier kann auch abgerissen werden. Das Problem ist halt, dass wir selber keine Gebäude bauen können. Und das wird ein Problem. Wir können Türme und Mauern und so bauen, aber sonst halt nicht wirklich viel. Aber diese kleinen Gebäude, die bringen jetzt auch nicht so viel. Und ich will ja den Platz haben, um hier Türme und sowas aufstellen zu können. Ja, es ist halt, wie gesagt, auch ein Reinschnuppern. Ich muss mal gucken, wie gut es läuft so an sich, ne? Ob wir jetzt hier sowieso nur noch ein, zwei Tage überleben oder folgen. Und dann war's das. Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Akzeptieren wir auch. Ich würde ja auch noch einen Squad machen. Wir finden halt nur zu wenig Waffen. Ja. Also das ist jetzt so der Stand. Es sieht jetzt besser aus als noch gestern am Ende der Folge. Wir werden hier gucken, dass wir mit denen wieder ordentlich Sachen ranholen. Ne, mit dem Auto hier ein bisschen rumgurken. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Sollte das jetzt hier langsam schon zu Ende gehen, weil, weiß nicht, gleich riesige Horden kommen oder so. Oder das mit dem Wohnraum dann so ein großes Problem werden, wie ich es gerade befürchte, weil wir ja keine Gebäude bauen können. Oder kommt da vielleicht noch was? Müssen wir schauen. Ansonsten würde ich da vielleicht auch nochmal eher so drüber nachdenken, dann das Spiel auch nochmal von vorne zu spielen. Wäre ja dann sonst ein bisschen kurz, wenn das schon nach 3-4 Folgen zu Ende ist. Kostet ja auch alles Geld, ne? 23 Euro oder was habe ich dafür bezahlt jetzt? Ja. In eigener Sache habe ich diesmal am Anfang, glaube ich, ganz vergessen. Will ich eigentlich immer eher am Anfang sagen. Ja, in eigener Sache, wie gesagt, gerne kommentieren, abonnieren und auch gerne mit dem Daumen interagieren. Das wäre super. Läuft bis jetzt richtig gut. Ich bin echt zufrieden, dass überhaupt ein paar Leute schon da sind. So. Muss man mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ich mache es ja aber auch rein, weil es mir Spaß macht. Eher vorrangig, na klar. Will man auch, oder möchte man, wollen ist immer so ein Wort, möchte man gerne auch, dass
dass es anderen auch gefällt, weil dafür macht man es ja auch, nicht nur für sich so. Beziehungsweise will man ja Leute unterhalten und will Leute auch irgendwo erreichen. Ansonsten würde YouTube ja keinen Sinn machen. Also, dass ich jetzt nur hier sitze, weil ich einfach, ja, mich gerne dabei filme, wie ich zocke, das wäre ja auch gelogen, ne? So, von daher bin ich bis jetzt so über das Feedback auch echt froh. Werde auch weiter Videos produzieren, so viel ich so kann. Ohne, dass es jetzt zu stressig wird, weil darunter würde dann auch definitiv ein bisschen die Qualität leiden. Das ist einfach so. Und die nächste Zeit werde ich versuchen, hatte ich auch einen Beitrag geschrieben, so zwei Folgen. Also jeweils einmal noch Supermarket Simulator eine ganze Zeit und mal schauen, wie das hier so läuft. Dann auch jeden Tag ein Video zu dem Spiel. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, kommt gerne wieder, schaut wieder rein. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.